Was geht ab, liebe Leute? Heute ist wieder Bartmann. Was geht ab, liebe Leute? Hier ist wieder Bartmann für euch am Start mit einem neuen Video für euch. Ich habe gehört von irgendwelchen Leuten da draußen, ich soll mal wieder Bärte bewerten. Natürlich mache ich das gerne. Was wäre YouTube ohne Bartbewertung? Und wer ist der Einzige, der solche Bewertungen macht? Das bin wohl ich, Leute. Also sollte ich, um ein paar Klicks zu generieren, YouTuber-Bärte bewerten. So sieht's aus. Wie ihr im Titel schon lesen konntet, habe ich mir heute drei YouTuber ausgesucht, die wir zusammen mal analysieren werden. Auf jeden Fall schauen wir uns heute mal Mr. Gamer Pros, Bodyformus und ApoRed an. Es wird bestimmt einige Leute geben, die sagen so, hey, du hast doch schon ein Video über ApoRed seinen Bart gemacht. Naja, ich habe nicht seinen Bart analysiert, sondern sein Video in 5 Minuten fresh machen, hieß es. Auf jeden Fall, Leute, werden wir in diesem Video ein gemeinsames Community-Video machen. Und wir bewerten, wer am Ende dieses Video dieses Battle gewonnen hat. Und wir benoten einfach nach Schulnotensystem, ja? Note 1 bis 6. Und ihr schreibt einfach Hashtag MrGamerPros und eure Note dahinter. Hashtag Bodyformus und eure Note dahinter 1 bis 6. Und Hashtag ApoRed und eure Note dahinter. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie ihr die drei benoten werdet. Ich werde meine Note nicht sagen, sonst werde ich das Ganze ja beeinflussen. Aber auf jeden Fall bin ich auf eure Meinung gespannt. Schauen wir mal bei MrGamerPros rein. Ich gehe auf ein ganz altes Video von ihm. Am besten eins der ersten Videos, die er gemacht hatte. Und guck mal, wie er früher aussah. Hier sieht man ihn schon mal. Okay. Heute ja, was soll ich sagen, ja? Richtig junger Kerl. Aber er lässt auf jeden Fall schon mal seinen Pflaumen wachsen, wie man hier sehen kann. Schau mal. Hey, warum bist du über mir? Auf jeden Fall hast du, Mr. Gamer Pros, da noch gar keinen Bart. Aber du wirst mir ja die ganze Zeit vorgeschlagen, deswegen schauen wir mal, wie sich dein Bart so entwickelt hat in der letzten Zeit. Das war vor 3 Jahren gerade. Schauen wir mal weiter. Sieht man da schon irgendwo Bartwuchs? Oh, hier wird's mehr. Das ist auch vor 3 Jahren. Aber schauen wir mal nach ein bisschen mehr Bartwuchs. Da geht auch noch nichts. Da geht unten schon was hier. Guck mal, hier unten sieht man, hier sieht man da schon etwas Bartwuchs. Aber hier oben ist noch null. Ich glaube knapp mir. Schauen wir mal weiter. Hier am Kinn ist auch nichts. Guck mal, da ist ein bisschen. Aber schauen wir mal weiter, ne? Vielleicht finden wir einen krasseren Bartwuchs, wenn da steht vor 2 Jahren. Auch immer noch nicht, immer noch nicht. Hier bei 100.000 Abonnenten vor 2 Jahren. Ist ja mittlerweile... Da hat der Liebe, ne? Da hat er schon Bart, sieht man, da sieht man es im Licht. Hier sieht man es am besten. Da hat er schon ein bisschen Bart bekommen, ja. Also da läuft schon was, definitiv. Das ist 2 Jahre her. Hier Schnurrbartbereich. Hier sieht man noch nicht viel und so. Aber hier, weißt du, so am Hals, Halspartie, unterm Kinn und so, ist bei ihm am meisten so richtig, richtig dicht so. Aber weiter nach oben hin wird es immer lichter. Aber schauen wir einfach mal weiter. Das ist jetzt vor 2 Jahren. Naja. Das ist sogar schon vor fast 3 Jahren. 25.08.2015. Da steht aber vor 2 Jahren. Naja, okay, das sind 3 Jahre schon. Ja, dann schauen wir mal weiter, liebe Leute. Da wird es schon mehr. Das ist auch vor 2 Jahren. Jetzt scrollen wir einfach mal ein bisschen schneller weiter runter. Ey, da läuft schon bei Mr. Gamer Pros. Das ist jetzt vor einem Jahr. Da läuft es schon bei ihm. Hier, da hat er schon mal einen stabileren Vollbart. Aber man sieht die Entwicklung, ja, von vor 2 Jahren. Und das ist auch vor einem Jahr. Das ist ein Jahr Unterschied, denke ich mal. Da hat er auf jeden Fall schon mal einen Bartwuchs bekommen, ne? Ne, Mister? Gamer Pros. Auf jeden Fall. Hier sieht man Schnurrbart und so. Ist jetzt nicht brutal ausgeprägt. Aber man sieht, da ist auf jeden Fall... Potenzial nach oben, definitiv. Und warum rede ich gerade so wie ein Kommentator? Ich weiß es auch nicht. Ich werde das sein lassen. Hier, schauen wir mal hier. Latex. Oh, hier ist auf jeden Fall schon wieder mehr. Ja, man sieht, bei Mr. Gamer Pros kann man wirklich seinen YouTube-Channel als Tagebuch, sein Bart-Tagebuch nehmen. Definitiv, ja. Also man, wenn man das vergleicht mit vorher... Vor 3 Jahren oder vor 2 Jahren hat sich wirklich in diesen 2 oder 3 Jahren sehr, sehr viel Testosteron in seinem Körper angesammelt, dass er zum Mann geworden ist und der Körper das auch bemerkt hat und natürlich die Haare sprießen lässt. Auf jeden Fall, Schnurrbart ist immer noch ein bisschen dünn bei ihm, aber ich muss ehrlich sagen, hier, der Bartwuchs ist schon sehr, sehr stark geworden bei ihm. Aber schauen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ja noch eine krassere Veränderung. So, gucken wir mal hier. Roomtour im Millionen-Penthouse. What?
Oha, guck mal. Werbung, 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 Werbung. Das ist schon krass. Hier sieht man auf jeden Fall, dass seine Wangenpartie, genau hier, wo meine Maus, wo mein Mauszeiger ist, nicht wirklich dicht ist, ja. Aber er überbrückt das Ganze mit Übergängen, ja. Wenn er wirklich diese Länge hier hätte, also diese Länge hier, auch hier hätte, würde man die Lücken viel mehr sehen. Und dadurch, dass sein Barbier, denke ich mal, dass es sein Barbier war, weil er letztlich auch die Haare dort dann machen, denke ich mir, macht er das automatisch mit, macht der Barbier eben einen Übergang hier rüber. Ja, ich muss sagen, den Übergang hätte man ein bisschen feiner machen können, ja, damit hier nicht so direkt so eine Kante drin ist, sondern ein bisschen feiner, aber das liegt natürlich auch daran, dass hier weniger Haare sind und der Übergang nicht so krass übergangsmäßig gemacht werden kann einfach, ja. Ja, was ich ihm raten würde, ich würde schon mal hier diese Partie wachsen lassen und dann würde ich einfach mit der Kontur weiter runtergehen und dann hat man auch das Problem von der Lücke gelöst, definitiv. Den Schnurrbart hält er definitiv auch dünn, weil er bestimmt oberhalb ein bisschen lückenhafter ist, aber ja, cooler Bart, kann man nicht sagen. Ich würde gerne wissen, wie alt er ist, vielleicht könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, dann weiß ich, okay, vielleicht ist da immer noch Potenzial nach oben, was ich natürlich denke, aber auf jeden Fall. Ja, nice, cool. Das war Mr. Gamer Pros und das war auch ein aktuelles Video von ihm, ja, 1.5. Da werden wir auf jeden Fall keine andere Veränderung in diesem Monat sehen. Und ja, was sagt ihr Leute zu Mr. Gamer Pros Bart? Ich muss sagen, das hat sich sehr, sehr gut entwickelt in der YouTube-Laufbahn und bei ihm kann man das am besten sehen, dass sich das vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, vor einem Jahr richtig krass entwickelt hat bei ihm, ja. Ja, auf jeden Fall, Leute, gehen wir weiter zu Bodyformus. Schauen wir mal auf jeden Fall mal seine Bartentwicklung an. Wobei man hier nicht von Entwicklung sprechen kann, weil als Barry schon mit YouTube angefangen hat, war er schon erwachsen, sage ich jetzt mal. Ja, da gab es jetzt keine Entwicklung. Aber schauen wir mal, ob er früher einen Bart getragen hat, als er die ersten Videos hochgeladen hat und wie er da aussah. So, schauen wir mal rein. Ja, guck, hier sieht man auf jeden Fall, dass er seinen Bart kurz getragen hat. Ja, früher. Und ich muss auf jeden Fall mal sagen, dass diese Konturlinie am Hals, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, das hat er natürlich beim Barbier gemacht, aber ich verstehe auf jeden Fall nicht, welcher Barbier überhaupt so eine Kante setzen kann, ja, am Hals. Hier, das sieht richtig schlecht aus von vorne, weil es einfach zu weit nach vorne geht und wenn es noch ein bisschen weiter nach vorne gewesen wäre, würde man ein Doppelkinn sehen. Und deswegen setzt man die Linie genau hier immer unter dem Adamsapfel, genau hier, wo mein Mauszeiger ist, und geht dann hier so hoch, ja, gerade hoch oder ja, wie man möchte, da ist es egal. Aber es muss über den Adamsapfel gesetzt werden, weil es sieht so einfach nur scheiße aus von der Seite und natürlich parallel zum Kieferknochen. Ja, hier sieht man auf jeden Fall kurzen Bart bei ihm, dünnen Schnurrbart. Irgendwie sieht Barry hier ganz anders aus auf dem Video. Ich weiß nicht, wieso. Das ist gerade mal erstmal 2 Jahre alt oder so. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass er da schmaler ist, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon, der ist da einfach schmaler als jetzt. Jetzt ist er noch viel breiter und deswegen sieht er ganz anders aus. Ganz andere Wirkung auf jeden Fall. Na gut, schauen wir mal, wie Bodyformus sein Bart jetzt aussieht. Ja, hier sieht man auf jeden Fall, hat er sich ein Vollbart wachsen lassen, ja. Finde ich, steht ihm viel besser als kurz, ja, wenn ich jetzt zum Video beurteile. Und ja, sieht auf jeden Fall richtig fresh aus so bei ihm, ne. Normalerweise ist es ja immer bei Dunkelhäutigen, ne, sehen die Bärte meistens nicht wirklich gut aus, ja, muss man schon sagen. Dadurch, dass sie wirklich sehr, sehr lockig sind, die sind halt noch viel gelockter als, was weiß ich jetzt, wenn ein Deutscher einen Bart hat oder ein Araber oder was weiß ich, die sind halt noch viel, viel gelockter, ne. Und aber hier muss man schon sagen, das sieht bei ihm gut aus, wenn man jetzt guckt ganz am Anfang, ja, Jalil hat auf jeden Fall auch einen lockigen Bart und ich denke, wenn der Bart wirklich eine längere Länge annimmt, sieht es nicht gut aus. Und man sieht es jetzt bei Basketballspielern und so, bei den meisten Basketballspielern sieht man das, dass wenn der Bart länger ist, das sieht einfach ungepflegt aus und das ist auch wirklich schwer, einen richtig gelockten Bart zu pflegen, außer du machst es mit Chemie, ja, Chemieglättung, aber das sieht dann auch wieder scheiße aus. Aber so diese Länge ist so die perfekte Länge, denke ich mal, weil wenn es zu lang wäre und der zu gelockt ist, sieht das nicht mehr gut aus. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, bei Barry, der Bart, er hat wirklich immer sehr, sehr coole Übergänge, ja. Und das macht der Barbier auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass er hier am,
vom Haar so Kotelett runter bis zum Bart einen guten Übergang hinbekommen. Und das passiert dadurch, dass der Bart einfach mega dicht ist. Wenn er mega dicht ist hier an den Seiten, dann kann man auch richtig geile Übergänge machen, wie wenn man jetzt bei Mr. Gamer Pros vorher gesehen hat, dass der Bart nicht so dicht ist. Deswegen sehen die Übergänge auch nicht so fließend aus. Aber ich muss sagen, Barrys Bart ist richtig gut, passt perfekt zu ihm. Schau mal hier nochmal bei Kapital, das Video mit Kapital rein. Moment, hier. Ja, guck, hier sieht man schon am Kinn bei ihm, dass da so eine Locke absteht, ja. Und das ist so eine mega, mega Locke. Das ist eine richtige Afro-Locke am Bart. Und das ist halt sehr, sehr schwer zu bändigen. Deswegen, das Einzige, wie man es bändigen kann, ist den Bart kurz zu halten. Es gibt natürlich auch viele Schwarze mit langen Bärten, aber da ist die Pflege natürlich viel, viel krasser wie bei einem weicheren Bart. Und ich muss selber schon bei mir sagen, mein Bart ist schon sehr, sehr struig und widerspenstig, wenn ich nicht föhne und so weiter. Aber auf jeden Fall, ja, die Länge passt bei ihm perfekt. Ich würde es auch gar nicht kürzer machen und auch gar nicht länger. Das passt perfekt und mit diesem Übergang. Sieht sehr gut aus. Ja, passt es gut auch mit dem Schnurrbart und so weiter. Jo, das war Barry aka Bodyformus. Schreibt mal eure Meinung drunter, wie ihr seinen Bart findet im Schulnotensystem. Einfach Hashtag Bodyformus und eure Note dahinter. Und das gleiche könnt ihr auch bei Mr. Gamer Pros machen. Da bin ich mal gespannt, wer hier diese Runde gewinnen wird. So, weiter geht's zu Upper Red. Gehen wir natürlich zum ältesten Video. Vor 4 Jahren hat er Videos gelöscht oder gibt es ApoRed erst seit 4 Jahren? Oder er hat doch Videos gelöscht, oder? Aber schauen wir mal hier, vor 4 Jahren. Was ist denn das? Was war denn das jetzt hier für ein Thumbnail? Die legendäre erste Triple Nuclear. Ich habe gedacht, man sieht ihn. Wenn man sein Face schon drauf macht dann, und nicht im Video ist, das ist doch voller Schwachsinn. Aber okay. Gucken wir jetzt mal hier, Nicht-Lachen-Challenge. 2015 gab es doch das noch nicht, dass man in einem Video ab 10 Minuten Werbeanzeigen einblenden kann. Aber er ist so schlau und macht seine ganz alten Videos sogar mit Werbeanzeigen voll. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. So, schauen wir mal. Schauen wir mal seinen Bart hier an. Jo, ganz kurzer Bart hier. Ganz kurz Don Corleone-Style sein Schnurrbart rasiert. Und so einen kleinen Kinnbart hier. So anders. Sieht man hier was von der Seite? Ah, mega schlechte Qualität von der Kamera. Leider kann man hier nichts sehen. Aber schauen wir mal direkt weiter hier. Lehrer verarscht. Ah, hier sieht man mehr. Auf jeden Fall, guck mal. Ja, da ist der Apo Red richtig dünn. Richtig dünn. Obwohl das sogar eine Kamera ist, die einen verzerrt, breiter macht, ist er ja mal richtig dünn da. Aber hier, Don Corleone hier wieder am Start mit seinem dünnen Schnurrbart. Aber auf jeden Fall, das steht ihm. Das steht ihm. Das Gewicht hier steht ihm. Hier Lücken drin. Aber die Lücke hat er perfekt ausrasiert, muss man sagen. Ja. Schaut mal. Ich kann es halt nicht so, das ist halt nicht so scharf, wenn ich das hier stehen lasse. Moment, dann machen wir hier den Ton aus. Hier sieht man, hat er wirklich hier so ein Dreieck reinrasiert unter der Lippe. Hier, unter der Lippe ein Dreieck reinrasiert. Und also es ist perfekt ausrasiert oder es wächst perfekt, muss ich auf jeden Fall mal sagen. Aber auf jeden Fall... Schauen wir mal weiter, wie er sich so entwickelt hat. Jo, hier sieht man, dass er seinen Bart sehr kurz hält, ja. Ja, da hatte ich ja auch diese Live-Reaction gemacht über sein Video, von seinem Video. Und da hat er auch diesen gleichen Bart gehabt, also von dieser gleichen Länge. Und da hat er nämlich selber erzählt, dass er den Bart empfiehlt zu färben, weil dadurch der Bart dichter aussieht. Und man sieht hier wirklich, dass der Bart gefärbt ist, ja, man sieht es einfach, ja, dass hier so die Kontur und so, die so perfekt ist, obwohl seine Haare ja nicht so dicht sind an den Seiten, ist es gefärbt, hat Barbier bestimmt gemacht oder er selber und die Haut drunter ist auch gefärbt und das sieht dann halt so dunkel aus, ja, das sieht dann halt mega dunkler aus, ja, kann man machen, muss man aber nicht, aber hier sieht man, also sieht schon nach Bart aus, ja, aber man sieht halt, ich sehe das halt, dass es gefärbt ist. Vielleicht sehen das andere nicht, aber ich sehe das halt, dass da drunter die Haut auch gefärbt ist. Aber schauen wir mal weiter, wie hat er sich in der nächsten Zeit hier entwickelt, Leute. Da hat er auf jeden Fall mal einen längeren Bart hier. Ah ja, guck mal. Ja, hier sieht man auf jeden Fall, dass sein Bart länger ist, ja. Und ja, er hat auch an Gewicht zugelegt und das Ding ist, sein Bart so macht so seine Wangen dicker, ja. Der hat so dickere Backen dadurch und... ja, hier sieht man, okay, da unten unter der Lippe, das Dreieck wurde zu einem Karo. Ja, guck mal, das sieht aus wie so ein Karo. Auf jeden Fall sein Schnurrbart dünn rasiert, der sieht gepflegt aus, auf jeden Fall keine überstehenden Haare, so wie bei mir jetzt, glaube ich. Ja, mein Bart muss ich auf jeden Fall auch mal wieder in Form bringen. Ja, man sieht einfach, dass seine Backen dadurch dicker wirken, ja.
Ja, und das würde ich ihm nicht raten, das hier wachsen zu lassen. Ich würde hier, genau hier, wo mein Mauszeiger ist, würde ich ein bisschen den Bart nach unten länger werden lassen. Ja, also hier weniger und da dann länger. Und das zieht sein Gesicht so ein bisschen in die Länge und dadurch wirkt sein Gesicht dann schmaler. Dann gucken wir einfach mal weiter. Hier hat er sein Bart wieder gekürzt, wie man sehen kann. Hier hat er sein Bart und das ist jetzt aktuell von gestern. Ja. Halspartie und so muss natürlich rasiert werden, aber man kann nicht davon ausgehen, dass man jeden Tag wirklich die Konturen rasiert. Auf jeden Fall sieht man sein Bart hier auf einer Länge, die so sehr gut zu ihm passt. Und länger würde ich es auch nicht sagen. Also Leute, ich bin auf jeden Fall auf eure Schulnote für ApoRed gespannt. Unten reinschreiben ApoRed und eure Note dahinter. Welchen YouTuber soll ich als nächstes in meine Bewertung mit reinnehmen? Ich bin gespannt, wen ihr alle meint. Und wenn ihr wollt, dass das Format weitergeht, dann sprengt den Like-Button. Vergewaltigt ihn, Leute, vergewaltigt ihn. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Und schreibt eure Kommentare in die Kommentarbox, Sektion, Region, wie man es nennen mag. Schreibt eure Tipps rein und eure Schulnoten und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Danke fürs Einschalten und ich bin raus. Peace out. Euer Bartmann. Peace.